Die Menschen treibt nicht die Langeweile auf die Straße, die Menschen treibt die Sorge auf die Straße. Die Sorge vor dem Verlust ihres Unternehmens, die Sorge davor, dass die Inflation ihre Sparguthaben und ihre Renten entwertet, die Sorge davor, dass morgen schon das Geld nicht mehr reicht, um sich etwas zu essen zu kaufen. 10 Forderungen sind von den diese Spaziergangbewegung tragenden Bürgerinitiativen zusammengeschrieben worden und werden in diesen Tagen und Wochen überall in Thüringen, größeren und kleineren Städten verlesen. Wir fordern einen sofortigen Stopp der Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine. Schluss mit den Russland-Sanktionen. Nord Stream 2 sofort öffnen. Die politisch motivierte Gasverknappung macht unsere Energiepreise unbezahlbar. Die Politik der sozialen Aufklärung muss ändern. Die Zensur in den sozialen Medien muss beendet werden und die Meinungsfreiheit ist herzustellen. Schluss mit dem regierungsnahen und durch Zwangsgebühren finanzierten Staatsmedien. Echte Gewaltenteilung statt politisch besetzter und beeinflusster Gerichte. Wir fordern unabhängige Gerichte, welche nicht staatlich und ideologisch beeinflusst sind. Impfzwänge und Impfpflichten müssen verboten werden. Wir fordern eine politische und strafrechtliche Aufarbeitung der Corona-Politik. Die begangenen Rechtsverstöße und Gesetzesbrüche müssen juristisch aufgearbeitet werden. Keine Massenzuwanderung in das Sozialsystem zulasten unserer Kinder, Familien und Hilfsbedürftigen. Ich denke, dass es wichtig ist, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, dass Sie auch wissen, was immer mehr Menschen draußen im Land denken und fordern. Ja, die Menschen im Land lassen sich nicht mehr abspeisen mit Phraseologie. Die Zeit der Symptompolitik ist vorbei. Und als Zeichen unserer Solidarität mit den friedlichen Spaziergängern und als Zeichen unserer grundsätzlichen Zustimmung auch zu den hier genannten Thesen habe ich diese heute hier verlesen. Und ich hoffe, dass Sie alle in sich gehen, darüber nachdenken und endlich erkennen, dass dieses Land eine grundsätzliche politische Wende braucht, dass wir an den Ursachen der Problemlage rangehen müssen und nicht mehr weiter an Symptomen kurieren dürfen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.